Böller und Raketen kann man dieses Jahr in Deutschland nicht kaufen, wegen Corona. Um die Krankenhäuser durch ausbleibende Verletzungen beim Feuerwerk zu entlasten. Aber gibt es auch ein Knallverbot für Kinder? Das ist Kategorie F1, Jugendfeuerwehr. Das ist alles für drinnen oder so wahrscheinlich für Kinder, Knallerbsen, Wunderkerzen. Sowas darf verkauft werden. Luftschlangen, Knallerbsen, sowas, ne, für die Kinder. Luftschlangen und Knallerbsen. Nicht für alle ein Trost nach dem Raketen- und Böllerverbot für Silvester 2020. Es gab, wie gesagt, wirklich nur Knallerbsen, ein bisschen Mix hier. Also den letzten Rest haben wir gekriegt, also es war Schwachsinn, weil uns alles verboten war. Es fing an mit Ostern, Weihnachten, jetzt noch Silvester. Gerade für die Kinder war es immer schön, wenn sie gucken konnten oder so, ne? Und jetzt gar nichts. Ist ja traurig, ne? Regale mit den erlaubten Knallern sind schnell leer gegriffen. Einige Kunden werden gar nicht fündig und gehen dieses Jahr ohne Tischfeuerwerk nach Hause. Wir sind in Lidl, in Aldi, im Kaufland gewesen. Nirgendwo gab es mehr oder dann nur noch Restbestände, wo ich sage, das ist nichts für die Kinder. Und ja, sieht halt sehr schlecht aus. Also es wird ein trauriges Silvester. Wir dürfen mit Freunden die feiern. Es darf keiner herkommen und die Kinder können auch nie draußen knallen, Raketen steigen, weil das ja alles verboten ist. Beziehungsweise es gibt ja nirgendwo was zu kaufen. Die Kinder sind auch sehr traurig, dass wir dieses Jahr halt nicht viel machen können. Wir haben nur noch Restbestände vom letzten Jahr. Das sind dreimal Tischfeuerwerk und ein paar Wunderkerzen. Mehr ist leider nicht mehr da. Das große Knallen, was die letzten Jahre so war, dass das wegfällt, finde ich nicht schlimm. Das Leben geht auch so weiter und man muss es nicht haben. Wer aber nicht ganz auf leichtes Feuerwerk mit den Kindern verzichten will und noch etwas kaufen möchte, muss Zeit mitbringen und ein bisschen Glück haben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.